Pilsner, prickelnd würzig. Galbani Mozzarella, der zart frische italienische Käse aus reiner Milch. Genießen Sie den unvergleichlich milden Geschmack von Galbani Mozzarella, der so harmonisch zu Ihrem Lieblingssalat passt oder zu Vorspeisen oder Hauptgerichten oder auch ein ganz heißer Tipp zum Überbacken. Galbani Mozzarella, ein Käse, eine ganze Welt frischer Ideen. Galbani, Käsemeister aus Italien. Das neue Pflegebewusstsein. Pralle Beauty, das milde Pflegeshampoo mit natürlichem Seitenprotein. Für strapaziertes, trockenes Haar. Es sichert das natürliche Gleichgewicht von Haar und Kopfhaut und verbessert sichtbar die Haarstruktur. Pralle Beauty pflegt Ihr Haar so sanft wie Seide, schenkt ihm seidigen Glanz und fühlbare Geschmeidigkeit. Pralle Beauty, das Haarpflegesystem mit natürlichem Seitenprotein. Löwenbräu alkoholfrei. Ich hab keine Ahnung, worüber sie reden. Doch ich hab's im Griff, ich verstehe jeden. Azog Twix. Ganz gleich welcher Beat, der Rhythmus ist egal. Ich brauch keine Worte, wir verstehen uns total. Azog Twix. Karamell, Keks, Schokolade. Sprich mit der Hand und du wirst sehen, dass sie's verstehen. Azog Twix. Max, wir haben unser neues Auto gekauft. Ein elegantes, sicheres, wie die Großen. Damit fahre ich dann überall mit dir hin und zeig dir das Meer, die Berge, Mailand. Dort spielen sie die schönsten Opern. Und unser Auto kann später recycelt werden. Ist das in deinem Sinne? Die neue Opel Astra Limousine. Eine Generation voraus. Hochzeitsglocken auf dem Moserhof, aber wie bringt man's dem Vater bei? Ich hab mich verliebt. So. Denn der Schwiegersohn ist nicht der Schwiegersohn und die neue Magd eigentlich auch nicht die neue Magd. Das hält selbst der dickste Schädel nicht aus. Oh, ich hab meinen Kopf richtig auf. Klassisches Volkstheater, bester bayerischer Dialekt und der Riesengaudi. Peter Steiners Theaterstadel, die Dorfschlawiner. Samstag, 20.15 Uhr bei RTL Plus. Beverly Hills 90210. Schalten Sie ein. Samstag 19.15 Uhr bei RTL Plus. Rebeck, ich habe mir das nochmal überlegt. Möglicherweise hat Ihr Informant doch recht. Vielleicht haben die Parkans unsere kleine Razzia vorausgesetzt.